So, liebe Leute, die Messe neigt sich langsam dem Ende zu. Alle sind hier schon am Abbauen, aber wir lassen es uns trotzdem nicht nehmen, noch einmal bei unseren Partnern Quantum Systems vorbeizuschauen. Also kommt einfach mal mit. Wir gucken mal, ob wir den Patrick finden und er vielleicht noch ein bisschen was über die Produkte erzählen kann. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was die an ihrem Stand so machen. So, Patrick, darf ich dir das einmal an die Brust heften? Dann heft es mir doch mal an die Brust. Perfekt, sehr schön. Alles klar, wir sind jetzt hier mit Patrick Machowski von Quantum Systems, unserem Vertriebspartner. Grüß dich. Und wir schauen einfach mal, was hier auf der Booth, auf dem Messestand von Quantum so steht. Genau, und ich sehe schon, was Neues hier stehen, Patrick. Klar. Was haben wir denn Neues? Wir haben jetzt auf der Intergeo einen neuen RGB-Sensor angekündigt. Ja. Zusammen mit Sony haben wir den LR1-Sensor mit 61 Megapixeln angekündigt für die Trinity Pro. Mhm. Und unser neues Flaggschiff, was RGB angeht. Und ja, im Frühjahr können Sie es alle nutzen. Sehr schön. Und das ist wirklich ja, alles das neue Ding. Sehr cool. Das heißt jetzt endlich auch, wir können noch ein bisschen höher fliegen mit der Trinity bei der gleichen Bodenauflösung, richtig? Korrekt. Sehr schön. Das ist ja eigentlich nichts anderes als eine A7 R4. Abgespeckt. Abgespeckt, ohne die ganzen unnötigen Sachen, genau, wie Sucher, ein Display, ja, und diese ganzen Geschichten. Sehr schön. Cool. Ja, wir haben die altbekannten Geräte noch hier. Was haben wir hier? Die RX1 mit 42 Megapixel. Genau, das war ja bis zum vorgestrigen Tag eigentlich das Flaggschiff der ganzen Geschichte. Richtig. Jetzt spielst du in der Mitte mit. Ja. Was haben wir noch hier? Ja, unser berühmten LiDAR in Zusammenarbeit mit Yellowscan, sehr schön, den ihr ja bereits sehr gut kennt. Natürlich. Als Partner von Yellowscan. Mit blauem Button, keinem Yellow Button, ne? Genau. Und ja, unser LiDAR-System Cube 240. Sehr schön. Wo wir eigentlich einer der ersten waren, die dieses System zusammen in dieser Kompaktheit mit Yellowscan entwickelt haben. Genau, und das hat ja auch im Markt schon viel Anklang gefunden und konnte auch viele Probleme der Kunden lösen, denke ich mal. Ne? Ja, doch, die Nachfrage ist da, die Anwendungen auch. Gerade im Power-Bereich. Ja, alles, definitiv. Definitiv. Angeht, voll dabei. Sehr schön. Cool. Ja, dann gehen wir doch mal weiter nach hinten. Was haben wir denn hier? Was bewegt sich das Ding? Das ist ja lange Wahnsinn. Bewegt sich jetzt gegen Ende der Messe ein bisschen aktiver. Ja, das ist ja jetzt nicht so wie bei uns. Da steht sie recht still, aber hier, da wird einem noch ein bisschen was geboten tatsächlich. Genau. Die Trinity Pro. Sehr schön. Die vierte Generation der Trinity. In quasi euren Farben jetzt. So ist es. Ja, ein bisschen mehr gelblich noch, aber sie gefällt mir optisch schon deutlich schöner als das weiße Modell. Und es wird auch, sieht auch, wenn es mal ein bisschen dreckig war oder sowas, sieht es ja auch nicht gleich so angefressen aus. Richtig. Ja, was haben wir noch Schönes hier dran? Wo wir das alles im Roboterarm sehen, das ist ja jetzt hier nicht die Halterung, nur damit sie jetzt auf der Messe gehalten wird, oder? Das ist nicht nur die Halterung, dass sie auf der Messe gehalten wird. Das ist im Prinzip die schönere Version eines Prototypen, weil wir die Idee haben, mit unserem System irgendwann wirklich eigene Hangars zu besitzen für unsere Systeme. Vielleicht auch sogar irgendwann flottenbasiert diese Systeme zu nutzen. Schön. Und deswegen möchten wir einfach, dass wir schon mal ein bisschen was teasern. Irgendwann kann es sein, dass die Trinity in dem Hangar steht, vom Arm gefangen wird und dann auf die Sache. Ich habe es schon auf dem Monitor gesehen da hinten. Ihr habt es versehentlich geleakt, glaube ich. Nee, also wir haben schon so ein paar Tests, ein paar Sachen gesehen, mittlerweile, ne? Aber die Greifvorrichtung war halt noch nicht so schön und das ist jetzt mal so eine etwas schönere Version. Sehr davon. Schön, sehr schön. Aber auch immer noch ein Prototypenstadium. Und was haben wir hier? Das ist unser neuer Trinity-Rucksack. Den machen wir mal auf, oder? Genau, den musst du noch auf den Arm kurz aufpassen. Die Kollegen haben das gerade ein bisschen dynamischer gestaltet. Ja, ein bisschen direkt, sonst haut uns das Ding noch irgendwann die Birne an. So, machen wir kurz auf. Also wir haben im neuen Jahr werden wir für die Trinity Pro auch einen Rucksack anbieten, damit man nicht nur das normale große Case hat, sondern auch ein bisschen flexibler im Feld unterwegs ist, weil es gab doch immer wieder mal so kleine Anmerkungen, mach doch mal was kompakter, wir wollen die Kiste nicht immer rumschleppen. Mhm. Wenn man sagt, hey, ich habe so einen kompakten Rucksack, zwei Akkus sind drin und dann kommt auch noch vielleicht auch anderes Equipment in einem anderen Rucksack dazu, wenn man zu zweit ist, dann läuft das Ganze viel entspannter, anstatt die Riesenkiste mit sich rumzuschleppen. Ja, ich stelle mir das auch recht schwierig vor. Also in dem idealsten Fall hat man natürlich sein Fahrzeug, sein Auto direkt da, wo man startet. Meistens schon. Aber jetzt Forschungsprojekte im Dschungel oder ähnliches, wo man nochmal ein paar Kilometer überhaupt erstmal zu Fuß zurücklegen muss, da ist das mit dem Rucksack, glaube ich, deutlich entspannter als mit der Kiste. Richtig, richtig. Genau, aber wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich die gesamte Trinity drin. Es sind zwei Akkus statt drei Akkus, Kiste und das Ladegerät. Und das Ladegerät fehlt. Genau, aber ansonsten das ist die ganze Kiste drin. Sehr schön. Oh, ich glaube, hier wurde gerade auf dem Navistand wurde der offizielle Feierabend eingeläutet. Aber davon lassen wir uns nicht stören. Nein. Wir gucken weiter. Genau, dann mache ich dir mal zu, dass wir jetzt hier wieder nicht noch beschädigt wird. Lass mal so. Das passt schon. Okay, was haben wir noch hier? Wir haben
Wir haben das andere Modell noch. Das andere System. Das spaßige Modell. Ja, mal kurz drüber. Und zwar hat Quantum Rüppeler, wo ist so, der Kamera? Ja, da sehr schön. Ja, natürlich hat Quantum Systems zwei Standbeine. Das eine ist militärisch, das andere ist Geospatial Surveying. Das ist jetzt das Vektorsystem für den militärischen und Aufklärungsanwendungen. Das zweite Standbein ist natürlich ähnlich zur Trinity. Mhm. Drei Motoren, die Idee aus der Trinity wurde ins Militärische umgewandelt. Fliegt dafür länger. Live-Feed, thermisches Infrarot für Nachtsicht. Ist natürlich eine ganz andere Sparte, ein ganz anderes Thema im Vergleich natürlich zu dem, was auf der Intergeo primär vorgestellt wird. Bei der Intergeo sind wir wirklich bei der Trinity im zivilen Bereich, wenn es ums Mappen geht. Und sobald es militärisch wird, sind wir beim Vektor. Ja. Ja, der Vektor beeindruckt natürlich nicht nur mit seiner krassen Kamera, die er vorne dabei hat. Das ist ein Next Vision Gimbal, das ist der Raptor, meine ich. Das müsste der Raptor sein, richtig. Ja. Das ist schon sehr stark. Und wir sehen halt auch gleich den massiven Unterschied. Bei der Trinity ist der Akku vorne und die Payload ja unten drunter. Richtig. Und hier ist die Payload vorne dran und der Akku, der wird von oben eingesetzt. Genau, richtig? Der Akku ist oben quasi auf dem Rücken drauf, das braucht die Verschlüsse. Der Akku steckt im Rücken drin, das ist ein bisschen komplett gedreht. Ja. Weil natürlich der Gimbal eine sehr gute Sicht benötigt nach vorne. Und deswegen muss man hier dieses klassische, wir hauen das Payload in die Nase rein. Genau. Und das Material ist ja auch ein anderes, ist ja kein Styropor, ne? Das ist Glasfaser ist das, ne? Genau, also das Innenleben ist sehr ähnlich, Kohlefaser, Carbon-Skelett und außenrum ist, ist eine Glasfaser, ist quasi Glasfaser geklebt. Aber drüber laminiert dann drüber quasi. Drüber laminiert, genau. Während bei der Trinity ja dieses Elapor ist, was für die zivile Anwendung meistens reicht. Man zerlegt den Flügel auch in zwei Teile, ne? Nicht nur in einen einzelnen, sondern man nimmt die wirklich komplett ab. Beim Vektor ist es so, dass es halbiert wird. Ja. Weil nämlich die Anschlüsse direkt am Main sind. Mhm. Im Gegensatz zur Trinity, da hat man noch die Gondeln dabei, weil man den Vektor auch in den Scorpion umbauen kann. Das ist dann eben der Trikopter für noch tiefere, urbanere Aufklärung. Während der Vektor halt die große Fläche nimmt, das große fliegende Auge, ist halt Scorpion wirklich für kleinere Fireteams im urbanen Gebiet tiefer, leiser unterwegs. Sehr schön. Ja, danke für den Einblick. Ich glaube, wir haben jetzt, habt ihr noch irgendwas Neues hier? Da haben wir eigentlich, wir haben alles besprochen, was jetzt hier auf dem Stand findet. Was wir dieses Mal dabei hatten. Genau. Wir haben ja noch mehr Payloads, ne? Also wir haben ja sowohl noch die Oblique, über die wir sprechen können, ne? Also Multispektralanwendung auch interessant, natürlich. Ja. Genau, das ist ja so das gesamte Sensorportfolio, was wir eigentlich mit der Trinity abdecken können, Richtig. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr über zu sagen, als vielen Dank fürs Zeigen. Sehr gerne. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Macht's gut, ciao. Woo!